Guten Morgen, Zivilisation. Morgen, dritter Tag. Also wir befinden uns am Morgen des dritten Tages. Es war eine relativ frische Nacht, zumindest für mich. Mir ist immer noch ein bisschen kalt. Aber geht alles. Die Sonne scheint, blauer Himmel. Wird bestimmt gleich wieder warm, also dann ist das alles wieder vergessen. Aber wir haben schon alle gefrühstückt, oder die meisten zumindest. Der Tino und der Frank, die sind noch dabei. Hier in der schönen Hütte. Oh, Lagerfeuer haben wir gestern noch gemacht. Ganz gemütlich. Ja, dann Sachen gepackt und dann geht es auch wieder auf. Hier, Alte Burg, 4,2 Kilometer von hier. Mhm. Hier. Luftlinie. Ja. Einfach? Nee, das ist quasi schon eine gewisse Fitness-Wit geben. Fitness-Sicherheit, auf jeden Fall Fitness-Sicherheit. So, hier werden wir für heute das letzte Mal auf unserer Tour frisches Wasser zapfen. Schönes, sauberes Quellwasser. Da oben auf dem Turm, da waren wir noch vor knapp anderthalb Stunden. Ja, jetzt geht es erstmal wieder bergan. Aber bei weitem nicht so schlimm wie gestern. Das ist ja ein Kinderspiel hier. Unser Auto ist geradeaus. Mhm. Unser Auto ist genau da. Mhm. Das heißt, wir können hier ein Stück rechts und dann hierher. Und dann von hier weiß ich nicht. Aber ja, eine Straße. Ich hab keinen Bock. Ja, nee. Nö, wir gehen schon hier, denke ja. Ich. Wir machen das jetzt war hier der hier war's. Wir machen den einen Anstieg noch. Hier wird es nochmal steil. Ja. Ne? Hier sind die Höhenlinien enger zusammen. Das ist unser Mittagsplatz. Ja. Dann machen wir Mittag und hier direkt an der Altenburg, ne? Genau. So, wir schinden uns nochmal. Ein Anstieg hinauf zur Altenburg. Dann machen wir dann noch eine Mittagspause. Und ab da dürfte es dann eigentlich nur noch bergab gehen. Und da ist schon die, naja, Burg. Da stand mal was, kann man leider nicht mehr lesen. Ein einziger übrig gebliebener Turm einer Burg.
die letzten 2,5 Kilometer unserer Sohnwald-Tour. Bei schönstem Sonnenschein. Geht jetzt natürlich die ganze Zeit bergab, was so ein bisschen auf die Knochen geht. Ja. Die Tour, die wir jetzt gelaufen sind, das ist also keine Rundstrecke. Wir haben 2 Autos an unserem Zielpunkt stehen. Wir sind dann mit einem größeren Auto zum Startpunkt gefahren. Startpunkt parkieren. Ja. Wenn wir gleich am Zielpunkt angekommen sind, dann fahren wir mit den Autos zurück zum Startpunkt. Von da aus fahren wir dann alle zusammen nach Hause. Zum Schluss noch eine kleine Querfeldeintour. Obligatorisch bei uns. Wer unsere Videos regelmäßig schaut. Noch einmal hinschmeißen, wer und die Politiker, die Arschläge. Nach Sibirien schicken sie eine Schabbeselle und Brot mit ihnen. Das ist die Wahrheit. Ja. Nicht wieder Hitler, das Arschloch und das Stalin und der Lenin. Ja. Ja. Ich habe Lenin nicht war Arschloch und der Stalin. Kommen sich 2 GoPros in die Quere. Sagt die eine, na du, was willst du denn hier? Ich bin auf Tauchfahrt und du? Ja, ich auch. Wahnsinn. Ob das an der Höhe liegt? Weil die, ja klar, die sind ja näher an der Sonne. Ne? Die Entfernung ist ja geringer. Ja, der Tino hat die Taschentücher eingepackt. Ja. Zum Scheißen. Ja, das stimmt wohl auch. Ich habe so viele Packungen Taschentücher dabei, da kann ich den ganzen Monat von Scheißen gehen. So, Mittagspause ist rum. Frank knallt sich hier einen Stoff in die Nase. Genau, die Pöschels Jubiläumsfriese. Für die Athleten. Und dann geht's los jetzt, gleich, bald. Sieht aus wie so ein Fernspeer mit den beiden Pinnen. Ja, die nutze ich auch als Antenne. Mhm. So, hier ist ein wunderschönes Tag. Bin ich nämlich von der Mittagspause gemacht. Ja, das war einwandfrei. Das Wetter ist super. Hier. Ja. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Hier haben wir unser Platz. Gut, wie gesagt. Aber wir haben uns das ja so ausgesucht. Ne, Tino? Ja, haben wir. Haben wir, ne? Ja, okay. Mache ich aber nie normal. Was? Ganz schön steinig hier. Das ist pro natura. Dann war hier wohl das Wohnzimmer dann. Ja, mit Sitzbänken, ja. Kamin. Ja, Kaminzimmer. Ja. So, hier ist... Hier ist Regenwasser von oben. Jetzt fangen wir noch von vorne an. Ich tue mir das, was wir auf der Tour schon so oft gemacht haben. Jeder schon fast wie in Trance. Ja.
wie er sich auf diese Zeremonie vorbereitet. Ja, genau. Ne? Genau so ist es. Es ist quasi schon ins Blut übergegangen. Ja, das stimmt wohl. Jeder tut das seine, auf seine eigene Filterweise. Die Tour, die wir jetzt gelaufen sind, das ist also keine Rundstrecke, sondern wir sind immer, ja, wie sind wir denn immer? Hast du die hier auch noch am Laufen, oder? Hab ich auch noch am Laufen. Ja. Ja. Ah, Jörn. Schnitt jetzt, ne? Schnitt, also genau. Zu Hause einfach abschalten. Ausmachen. Ausgehen. Guck mal was andere. Nicht ja. Immer YouTube. Genau. YouTube. Genau. Weg von der ganzen Kiste da. In die Natur. Ja. Genau. Nur draußen ist es grün. Genau. Ja? Genau. Aus jetzt.